So, Versuch Nummer 2. Gut, den gerade schon mal anfangen zu filmen, aber da dachte ich mir, boah, Videos machen ist voll anstrengend. Habe ich mir erstmal ein Stück Fleisch reingezogen und dabei entschlossen, das Video jetzt nicht ganz so aufwendig zu machen und mit euch hier erstmal, ja, euch zu zeigen, wie das jetzt hier aktuell aussieht, was wir so gemacht haben und dann können wir ja so langsam einsteigen. Würde ich einfach mal behaupten. Ja, ich bin jetzt gerade aktuell, das ist jetzt gerade noch nicht so wichtig. Ja, hier, das ist der Corner-Bereich. Kann man schön gut erkennen. Hier wird so, ach, eigentlich wird hier alles gemacht. Also, ich mache hier T-Shirts, ich mache hier aber auch mal ein Bild mit Farbe und viel Sauerei. Ich bastel hier ein paar Sticker. Also, hier passiert schon viel. Ist eigentlich eine der Arbeitsbereiche. Oh, ein Glück kann man Rülpsen rausschneiden. Ja, so sieht hier aktuell aus. Alles irgendwie so optimiert, dass man hier auf jeden Fall alles eigentlich gleich umsetzen kann. Hier vor mir, das ist der Styroporschneider. Was ist hier denn so? Zack. Ja, kann man das halt schneiden. Für unsere Styropor-Taube, die wir kleben. Ja, und hier oben. Eigentlich ist die Stelle hier oben. Hier oben ist eigentlich immer perfekt so zu malen. Ja, im Stehen malt sich das echt besser als im Sitzen, find ich. Ja, so sieht das aus. Ja, okay. Eine tragische Nachricht muss ich auf jeden Fall hier in dem Video mit unterbringen, weil. Oh, hört ihr das? Er grüllt auf jeden Fall. Junge, Alter, die hier sind auf jeden Fall heftig am Jammen. Ja, unser Drucker ist kaputt. Ich habe jetzt auch schon versucht, das Scheißding zu reparieren. Nachdem erst die Canon-Patronen aus dem Sortiment genommen wurden bei diesem Action-Markt. Ja, keine Ahnung. Jetzt auf jeden Fall hält der Drucker auch nicht mehr. Boah, was hat der denn genommen? Davon will ich auf jeden Fall auch was. Ja, der Drucker ist kaputt. Hier oben, das finde ich, ist noch ein coole Dinge aus so einem Holzbilderrahmen und so ein paar Drähten. Und hier, ey, das ist ja wohl mal das ultimative Multi-Tool. Also man kann es für unzählige Dinge benutzen. Dinge, die ich sogar noch nicht weiß. Ja, dann habe ich unter anderem auch so einen Rollentick. Also man kann hier schwer erkennen, dass hier irgendwie alles auf Rollen ist. So gut wie, weil ich das einfach viel cooler finde, wenn man das irgendwie, ja, rollen kann. Ja, ich rolle mit meinem Besten. Ja, außer die Heizung. Die Heizung, die, einfach mal auf Felge gelegt, könnte man jetzt so sagen. Ja, hier Stipp 1 hat auf jeden Fall auch wieder ein, wie schon der Name sagt, ideales Schneidwerkzeug für Papier. Ja, man kann erkennen, wofür das ist, oder? Ich habe jetzt nicht den richtigen Namen, wie der Teil heißt, aber ja, so ist das. Das war eine Ecke. Ja, hier ist der, ja, wie nennt man das da? Die Post-Production, ich glaube, so nennt man das da. Oh, was? Gehen wir mal zumachen, den Deckel. Ja, hier mache ich den ganzen Kram, den ich halt so bearbeite. Natürlich ist der Tisch auch auf Rollen, ist ja wohl klar. Das hier ist auch auf jeden Fall auch ein wunderbares, mein Tischbesen. Wenn ich mir hier ab und zu mal dann meine Joints bastel, dann ist ja, das macht dann immer so Tabakkrümel und so. Und dann kannst du dann schön hier kurz mal das alles beiseite machen. Dann sieht der Arbeitsplatz auf jeden Fall auch gleich wieder nice aus. Also, das macht schon viel aus. Wisst ihr, wie schnell so ein paar Tabakkrümel den Tisch einsauen? Das sieht immer gleich nach Chaos aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Dabei hat man nur einen gerollt. Also naja, nicht einer, mehrere, aber ja. Mehrere Bereiche. Hier hinten ist jetzt hier der, ja, wenn ich es mal benutze, der Studiobereich. Ob den Rechner hier gleich vorgestellt. Ja, eigentlich einsatzbereit. So weit. Erklärt sich halt von selbst, wa? Macht man halt Mucke. Aber das ist jetzt auf jeden Fall alles ganz cool erstmal aufgeteilt. Ja, hier wurde die Staffelei einfach mal zweckentfremdet für den Bildschirm, den ich aktuell da benutze. Hier unten ist unser Beamer. Frag mich nicht, wo Stipp 1 den her hat, aber er hat ihn auf jeden Fall wie so vieles geklärt, könnte man sagen. Ja, so sieht das aus. Da hinten ist das Yellow Wolf. Jetzt fast ein Jahr tot. Ja, und hier ist mein Kalligrafiebereich, weil ist schon immer ätzend, wenn ich die Federn und alles erst auspacken muss und ja, weil ich das hier, also das hier so ein
so eine Orgel, so eine Elektroorgel, und da ich die eh nicht benutze für Musik machen, die einfach nur nice aussieht, dachte ich mir, naja, nutze ich die wie so ein Sekretär, der Sekretär. Und ja, hier ist eigentlich alles einsatzbereit. Kann man auf jeden Fall, ja. Ich meine, ich hab das hier, aber sonst kein Leben, also, jo. Ja, und so gestaltet sich dann halt hier der Arbeitsbereich, und ja, immer mal wieder steht es halt anders, weil es halt alles auf Rollen. Man sieht hier auch was runtergebastelt. Da der Tisch ist natürlich auch auf Rollen. Also, ja, unter der Couch sind zwei Rollen runtergebastelt, dass ich die Alene dann einfach mal immer so verschieben kann. Ich rolle mit meinem Besten. Puh, puh. Ja, und hier, Atelier, ja, wie man sieht, ich habe mir vorher noch ein Stück Fleisch gemacht. Da unten, das die Stänge, das war mein altes Grow-Zelt. Das hier ist, ja, Step 1 hat hier die Tapete abgemacht für mich. Und hat hier die Löcher so zum Teil zugespachtelt, weil hier kann ich Leinwände anhängen, beziehungsweise Leinwandmaterial direkt auf die Wand, und dann scheiße, wenn da auch nicht mehr hätten werden. Und so kann man das sehen. Ja, das ist halt hier so ein Allzweckraum, der wird halt für viele benutzt. Hauptsächlich auch zum Dreck machen. Ich liebe das, Dreck zu machen. Einfach losspritzen. Und ja, hier natürlich die Toolwand, oder nenne es wie auch immer, was man halt so basteln kann und womit man Spaß haben kann. Ja, also zu allem komme ich bestimmt irgendwann mal, dass es da durchaus mehr zu erzählen gibt. Viel wisst ihr ja schon. Viel wisst ihr ja schon. Und die, die es noch nicht wissen, die werden das erfahren. Ja, hier den Fußboden, den haben wir einfach weiß gestrichen. Das ist halt jetzt natürlich nicht mehr weiß. Das ist jetzt halt urban. Das ist ein urbane Art. Und mein absolutes Highlight ist natürlich jetzt noch nicht zum Einsatz gekommen. Aber natürlich schon gebaut. Das ist hier, das ist der Schmutzraum. Hier lasse ich auch manchmal den Frust raus. Kann man halt sehen. Natürlich ohne Rücksicht auf Verluste, weil wer legt sich denn hier schon irgendwas auf den Fußboden runter? Das machen doch nur Amateure. Ja, kann dann schon mal passieren, dass ich dann hier einen Feuerlöscher oder kurz probiere, dass dann der Schlauch abschießt, und dann ist mir letztens irgendwie das Malheur passiert. Wie war denn hier auf einmal überall fleckig? Probiere ich hier ab und zu mal ein paar Tags aus und so, und ob mir dann halt gerade so ein Sinn kommt, wa? So, und von dem Ganzen könnte man jetzt hier auf jeden Fall auch noch einen Teil 2 machen, weil ich bin jetzt hier einfach durchgefegt und habe ja nicht, ich habe so viel vergessen. Das heißt, ich werde mir dann das Video nochmal angucken und werde dann mal so ein paar Ecken raussuchen, auf die ich dann nochmal eingehen kann, wo ich noch was zu erzählen kann, weil es ist hier einfach, ich glaube, hier gibt es zu fast allem was zu erzählen. Ja, hier gibt es zu allem was zu erzählen. Also denkt dran, ihr müsst abonnieren, ihr müsst einen Daumen da lassen und das natürlich weitersagen. Im allerbesten Fall lässt du auf jeden Fall auch einen Kommentar da, wenn es dir nicht gefällt, und meckerst wenigstens ein bisschen und gibst einen Daumen nach unten. Das ist nämlich auch völlig in Ordnung. So, da bewegt sich was. Draht drehen. Ja, das Draht drehen.